Die europäische Flüchtlingspolitik steht ja schon seit längerer Zeit in der Kritik. Jetzt sind neue Vorwürfe gegen Malta und Italien laut geworden, weil es im Mittelmeer einen neuen Vorfall gegeben hat. Ein Flüchtlingsboot scheint dort einfach so verschwunden zu sein. Wenn man der Nichtregierungsorganisation Alarmfon glauben kann, dann sind seit drei Tagen Handelsschiffe an diesem Boot vorbeigefahren und haben keine Hilfe geleistet. Und Italien und Malta haben anstatt... Hilfe zu koordinieren, einfach gar nichts gemacht und sich komplett geweigert, obwohl sie dafür zuständig gewesen wären. Natürlich haben auch die privaten Handelsschiffe eine gewisse Verantwortung, da eigentlich jeder zur Seten und Rettung verpflichtet ist. Jedenfalls dann, wenn man nach Artikel 98 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen gilt. Die Rettungspflicht auf See gilt auch unterschiedslos gegenüber jeder Person. Das heißt, in notgeratenen Flüchtlingsbooten muss geholfen werden. Und diese Flüchtlinge müssen dann an einen sicheren Hafen gebracht werden, also in ein Land der Europäischen Union, da Libyen ja auf keinen Fall ein sicherer Hafen ist. Das sind nur die neuesten Vorwürfe, denn es gab in der Vergangenheit auch schon Vorfälle, wo Malta und Italien Hilferufe von Schutzsuchenden ignoriert haben. Beziehungsweise, und das ist noch wesentlich schlimmer, Malta hat Schutzsuchende direkt zurück nach Libyen gebracht, also sogenannte Pushbacks. Bei einem Pushback im April letzten Jahres sind sogar zwölf Menschen gestorben. Also die Vorwürfe gegen Malta gibt es schon seit einer gewissen Zeit. Und Pushbacks sind ja, wie die meisten wissen werden, Illegal, weil es den Grundsatz der Nicht-Zurückweisung gibt, leitet sich aus den allgemeinen Menschenrechten ab und er steht auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Und die Europäische Menschenrechtskonvention ist laut Artikel 6 des Lissabonner Vertrages für alle europäischen Mitgliedstaaten bindend. Absatz 2 steht nämlich, die Union tritt der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei. Und in Absatz 3 die Grundrechte sind als allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts. Das heißt, alle Staaten der Europäischen Union müssen sich auf jeden Fall daran halten. Malta und Italien verstoßen ja so ganz klar gegen das offizielle Recht der Europäischen Union. Und diese Vorwürfe stehen schon seit längerem im Raum und werden immer wieder erhoben, da es anscheinend immer wieder Vorfälle gibt. Eigentlich müsste die EU jetzt handeln und gegen Malta und Italien vorgehen. Die EU-Kommission, die eigentlich die Hüterin der europäischen Verträge ist und auf die Einhaltung des Rechts pochen sollte, könnte beispielsweise ein Vertragsverletzungsverfahren beginnen. Unsere Kommissionspräsidentin, die seit über einem halben Jahr im Amt ist, macht einfach nichts. Doch was will man von einer Frau erwarten, die nur im Amt ist, weil der Europäische Rat irgendetwas Komisches ausgekungelt hat? Man möchte Ursula von der Leyen eigentlich nur zurufen, mach deinen Job richtig oder tritt zurück. In diesem Sinne kann ich leider nur Pessimismus verbreiten, denn im letzten Jahr sind schon wieder 1200 Menschen an den europäischen Außengrenzen gestorben. Wahrscheinlich eher noch mehr.